Am 18.06.2023 um 8.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person zwischen einem Bus und einem LKW auf die A3 kurz vor dem Kreuz Bonn-Siegburg alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich zum Glück heraus, dass es sich bei dem Bus nur um einen Kleintransporter handelte, der auf einen auf den Seitenstreifen stehenden LKW aufgefahren ist. Der 45-jährige Sprinterfahrer wurde beim Aufprall auf den LKW schwer verletzt, konnte aber ohne technisches Gerät mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Währenddessen wurde die Fahrtrichtung gesperrt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Für die Bergung wurde die Autobahn gegen 9.30 Uhr nochmal kurzzeitig gesperrt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden Trümmerteile von der Fahrbahn entfernt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Es staute sich fast bis zur Anschlussstelle Siegengebirge.